unsere Organisation einen gewissen Arbeitsplatzabbau akzeptiert hat, mussten wir unsere Position ändern. Wir mussten konkret über die Arbeitsplätze verhandeln. Es war vor allen Dingen schwierig, den Freunden, die uns in der Bürgerbewegung begleitet haben, klarzumachen, warum wir jetzt als Betriebsrat eine andere Position einnehmen müssen, und hat durchaus erstmal zu ein Stück Resignation geführt bei den Betroffenen, bei all denen, die sich bis im Frühjahr engagiert haben für unsere Forderungen. Es wird also verhandelt, und zwar Arbeitsplatz für Arbeitsplatz monatelang. Das schmerzt, aber wo die Gewerkschaft zustimmt, kann sich der Betriebsrat nicht mehr entziehen. Alle wissen das, die Kollegen im Werk, die in den betrieblichen Gremien und auch der Arbeitgeber. Der Arbeitsplatzabbau in der Stahlindustrie hat bis heute kaum einem Betroffenen wehgetan, denn schließlich gibt es Sozialpläne. Nur an dem Stahlstandort sind die Arbeitsplätze unwiderruflich weg. Keine Chance für die Lehrlinge, die über Jahrzehnte die Plätze der Älteren einnahmen und denen heute nach der Ausbildung häufig die Arbeitslosigkeit droht. Till, du weißt ja genau, wie im Betrieb diskutiert wird von den älteren Kollegen, die mit 55 über einen Sozialplan ausscheiden können. Die sagen sich, 55, nach mir die Sintflut, was danach kommt mit den Jugendlichen, Auszubildenden oder so weiter, das interessiert mich nicht. Ich denke, dass es nicht anders geht, als dass wir immer wieder an die appellieren, dass sie solidarisch sind mit den anderen Kollegen, die für die das überhaupt noch nicht klar ist, was mit ihnen passiert. Und das sind ihnen hauptsächlich eben die Auszubildenden. Eine tibetanische Gebetsmühle, aus den Appellen spricht die Ratlosigkeit. Doch die Risse in der Solidarität haben ihren Ursprung ganz woanders. Eine Erfahrung. Ich glaube, dass die Solidarität der Betriebsräte der einzelnen Standorte in den letzten Jahren sehr gelitten hat. Es kann eigentlich auch nicht anders sein, weil nach wie vor, und die Entwicklung geht weiter, die Probleme hier nach dem Prinzip der freien Marktwirtschaft und Konkurrenz gelöst werden. Das heißt, jedes Unternehmen wartet nach wie vor darauf, dass irgendeins ein anderes Unternehmen den Löffel abgibt und damit Marktanteile übernommen werden können. Ich denke, in so einer Situation sind natürlich auch Betriebsräte gegeneinander ausspielbar. Es geht da konkret um Produktion, um Produktpaletten, die gegeneinander ausgespielt werden, und Betriebsräte werden dadurch erpressbar gegeneinander und man spielt sie gegeneinander aus. Solange es kein übergreifendes, durchsetzbares Konzept gibt, wird die Situation auch anhalten und die Solidarität wird weiter leiden. Ein Konzept, das Schule machen könnte, haben die Krupp Stahl AG und der Betriebsrat erst kürzlich miteinander ausgehandelt. Es ist die Warteschleife. Stahlarbeiter können für 2 Jahre beurlaubt werden und sich dann beruflich weiterqualifizieren oder gar umschulen lassen. Rund 600 Kruppianer könnten diese Warteschleife nutzen, sofern der Betrieb sie freistellt. Ich interessiere mich persönlich für die Warteschleife und wollte jetzt mal wissen, nach welchen Kriterien muss ich da erfüllen, um da reinzukommen. Ne? Du kriegst eine Absicherung von 90% von deinem Nettolohn, ähnlich wie die Sozialpläne, der Durchschnittsverdienst der letzten 6 Monate, und eine unwiderrufbare Wiedereinstellungsgarantie von Krupp. Ihr müsst ja dafür sorgen, dass eventuell die Leute, die Interesse haben, gehen können und andere dafür austauschen, die dann für meinen Arbeitsplatz hier wieder belegen. Ja? Also unser Bestreben ist natürlich, dass jeder, der qualifikationswillig ist, das heißt, der eine Qualifizierung machen will, auch die Möglichkeit eingeräumt gekriegt, das zu tun. Ob das in der Praxis so durchführbar ist, das werden wir sehen. Also bis jetzt hat überhaupt keiner von uns Erfahrung, wie viel sich hier im Werk eigentlich dafür interessieren, wie viel das sind. Natürlich ist die Warteschleife noch weit von einer Beschäftigungsgesellschaft oder Ersatzarbeitsplätzen entfernt, so wie es ja von der Gewerkschaft gefordert wird. Aber es ist ein kleiner Schritt dahin. Und der ist dringend notwendig, eine Art Hoffnungsträger für Stahlarbeiter. Denn? Ich denke, dass wir alle, ich schließe da weder den Betriebsrat noch den Vertrauenskörper aus, zermürbt sind von einer über 10 Jahre währenden Stahlkrise. Und viele Kollegen sehen im Augenblick nicht die Perspektive, wie wir gemeinsam und solidarisch eine Lösung erkämpfen können. Das führt natürlich dazu, dass viele Kollegen den individuellen Rückzug suchen. Entweder hier eine Abfindung zu nehmen und sich einen anderen Arbeitsplatz zu suchen, insoweit das überhaupt noch möglich ist, oder den Sozialplan in Anspruch zu nehmen und, und. Die Tendenz nimmt natürlich zu, nach individuellen Lösungen zu suchen, je schwächer unsere Organisation wird, gemeinsame solidarische Lösungen anzubieten und die auch durchzusetzen. Die Perspektive: bis zur Jahresfrist wird die Europäische Gemeinschaft wohl den erneuten Abbau von Stahlkapazitäten beschließen. Die Rede ist von 30 Millionen Jahrestonnen europaweit. Auf die bundesdeutschen Stahlkonzerne entfielen etwa 5 bis 7 Millionen Tonnen, der Gegenwert rund 30.000 Arbeitsplätze.